So, und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gogi, und heute starten wir wieder mal rein in eine neue Folge des FIFA 17 Karrieremodus. Und ja, erstmal vorab, wie ihr vielleicht schon wieder gesehen habt, ist es heute wieder ungeschnitten. Aber das liegt daran, dass ich momentan an der Realisierung einer Videoidee sitze. Das ist mir ja vor knapp 2 Stunden eingefallen, dass ich das mal gerne ausprobieren möchte. Und wenn das Ganze reibungslos funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, dann werde ich das auch hochladen, und das dürftet ihr dann entweder heute Abend, also am Freitagabend, oder im Verlauf des Samstagvormittags auf meinem Kanal sehen. Also ich weiß noch nicht genau, wann es kommt, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt kommt, also ob es überhaupt funktioniert, aber ich glaube, wenn es funktioniert, könnte es ein ganz cooles Video werden. Aber das ist alles noch hypothetisch, sage ich jetzt mal. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt rein in die Karriere. Und heute geht's gegen Würzburg. Und die stehen auf Platz 16, stehen unten drin, wollen, denke ich, auch mal raus. Als Aufsteiger. Und ich weiß gar nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Aber wir spielen auf jeden Fall zu Hause. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und zuletzt sah es ja nicht so gut aus. Wir haben zwar gewonnen, aber es sah trotzdem eher, war eher schlecht als recht. Und wir starten heute mal mit Ox statt mit Hochscheid. Und wir haben uns eher so zum Sieg gezittert. Also so wollen wir auf jeden Fall nicht auftreten. Aber wenn wir am Ende gewinnen, ist mir das relativ egal. Zudem ist heute Omladic wieder fit. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass heute vielleicht ein bisschen mehr geht als nur ein Unentschieden oder ein Zittersieg. Sondern dass wir heute vielleicht mal wieder souverän 3 Punkte einfahren. Gegen Würzburg, gegen den Aufsteiger, gegen den aktuell Tabellen 16. Also ich bin gespannt, was das für ein Spiel wird. Ich hoffe, dass wir irgendwie konstant solide auftreten können. Und ja, dann starten wir rein im Eintrachtstadion, beziehungsweise eben im Union Park Stadium. Wollen wir unsere kleine Erfolgsserie, kann man es denke ich nicht nennen. Wir haben ja erst ein Spiel jetzt in Folge gewonnen, also ein Spiel gewonnen, aber das ist mir jetzt relativ egal, ich möchte mich jetzt auf das Spiel hier konzentrieren und versuchen, das möglichst erfolgreich zu beenden. Und ja, damit geht's rein ins Spiel gegen Würzburg. So, Selke verliert erstmal gleich den Ball gegen Lagos. Königs ist das. Und Würzburg spielt das ziemlich schnell. Duckfuß. Und Ofosuayé ist dazwischen. So, Matuschik bekommt jetzt den Ball. Relativ glücklich. Und jetzt wird Selke erstmals geschickt, aber der ist da nicht schnell genug. Hat aber dann das Auge für Boland. Aber der Ball kommt nicht durch. Schröck, Königs, Lagos. Also Würzburg spielt ziemlich schnell, das muss man sagen. Jetzt kommt der Ball auf die Außen, auf Castro. Schröck ist das wieder. Und wieder sind wir dazwischen. Also, verteidigen immer im letzten Moment. So, Kelifi. Nimmt ein bisschen Fahrt auf. Selke probiert sich da irgendwie in Position zu bringen. Das ist jetzt schön. Boland ist es, und Schönfeld kommt da. Und hat mehr oder weniger die erste Möglichkeit für uns. Aber das bleibt da alles relativ ungefährlich. Und Schönfeld bleibt auch erstmal liegen. So, Kelif jetzt mit dem Ball rein. Aber der geht nicht ansatzweise auf Selke. Und Schönfeld muss da raus. Schönfeld geht da erstmal raus. Also es ist ärgerlich, jetzt wo Omladic wieder da ist, gleich der nächste Verletzte, und gerade auf der Position, wo Murawski ja auch der Langzeitverletzte noch ist. Also es könnte langsam zum Problem werden, wenn weiter dort Spieler ausfallen, vor allen Dingen wenn Schönfeld jetzt länger verletzt ist. Ich weiß gerade nämlich gar nicht, wie lange Murawski noch fehlen wird. So, Schröck, Traut. Und wir sind jetzt aktuell eben in Unterzahl. Aber im Moment kann Würzburg da noch nicht wirklich Kapital draus schlagen. Matuschik. Wir versuchen wieder ein bisschen Tempo reinzubringen. Selke. Selke. Und dann verliert er den Ball. Da kann er den Ball ein bisschen schneller spielen, dann hat er das Problem nicht. Tafershofer. Wenn das der Name ist, wenn ich jetzt richtig gelesen habe. Selke wieder mit, kommt da wieder nicht an den Ball. Lagos. Bloß nicht hier in Rückstand geraten, weil ich glaube, dann könnte es schwer werden gegen Würzburg. Selke wieder. Selke dreht da wieder erstmal ab, weil da nicht genug Leute mitkommen. So, Boland jetzt. Matuschik auf Boland jetzt.
Matuschik kommt da wieder nicht ran und dann gibt's den Freistoß für... Okay, Schönfeld ist verletzt. Wir müssen wechseln. Da gibt's jetzt auch den Freistoß für Würzburg. Und da müssen wir jetzt wirklich improvisieren, weil mittlerweile sind wir dann da doch recht dünn besetzt. 26 Minuten vorbei, ein bisschen mehr. Und wir müssen das erste Mal verletzungsbedingt wechseln nach 11 Minuten. Patrick Schönfeld muss da raus. Oh, das ist ärgerlich. Vor allen Dingen, der wird bestimmt wieder langzeitverletzt sein. Dekali, Boland jetzt erstmal mit nach hinten gerückt und Winter ist da jetzt auf die 10 gekommen. Kelifi. Kelifi kommt mit Tempo. Kommt da nicht an Diaz vorbei. Macht das jetzt aber gut. Kelifi bringt die Flanke, die ist auch nicht schlecht. Und Ox oder was, Seike mit dem Kopfball. Siebenhandel kann den dann aber am Ende doch ganz locker abfangen. Kelifi. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen besser in Fahrt. Winter, Seike, Matuschik, Kelifi, Kelifi und dann kommt der Ball auf Matuschik nicht an. Also es fehlt irgendwie momentan wirklich der letzte Tick. So, Winter jetzt. Winter, der soll da eigentlich auf Seike spielen, aber er kommt nicht an, aber Matuschik macht das gut und holt da immerhin den Eckball raus. Der kommt jetzt rein über Kelifi. Der kommt nicht schlechter als Ofosuaye. Aber der kommt nicht an. Boland. Matuschik. Und wieder Winter. Winter. Was macht er? Nimmt er Matuschik mit. Der hat die Möglichkeit. Der macht das Tor. 39. Spielminute. Adam Matuschik. Mit dem 1:0. Drittes Saisontor von ihm in der zweiten Fußball-Bundesliga. 39. Spielminute nach Vorlage von Tobias Winter. So, und Selke macht das jetzt stark. Selke, jetzt haben wir die Würzburger vielleicht mal auf dem schwachen Fuß erwischt. Selke, jetzt kommt er zum Abschluss. Wird dann noch bedrängt, aber dann geht der Ball doch deutlich ins Tor aus. Aber es ist insgesamt verdient, dass wir in Führung gehen. Denn Würzburg findet offensiv eher weniger statt. So, Ox nimmt Selke wieder mit. Selke, jetzt kann er sich wieder nicht, kann er den Ball wieder nicht halten. Winter macht das gut und Selke jetzt muss er rein. Jetzt ist er drin. Damit steht 2:0 und Winter macht nach seiner Einwechslung die zweite Torvorlage. Und Selke macht seit längerem, glaube ich, oder hat er, wann hat er das letzte Mal getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Macht aber hier auch ebenfalls wie Matuschik sein drittes Saisontor in der zweiten Fußball-Bundesliga für uns. Und damit steht es jetzt wahrscheinlich zur Halbzeit 2:0. Es sei denn, Würzburg kommt hier nochmal über Königs. 2:0, das wäre schon mal ein gutes Zwischenergebnis. Ox und jetzt ist es vorbei. Die Nachspielzeit ist abgelaufen und wir führen 2:0 und ja, Union und Sandhausen führen auswärts jeweils gegen Kaiserslautern und Bochum. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal so weiter. Denn das gefällt mir gerade richtig gut. Wir kommen wieder ein bisschen besser in Fahrt. Und wir haben nach dem Treffer von Matuschik die Würzburger vielleicht auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und das Ganze ging dann doch am Ende relativ einfach, zumindest beim 2:0. Weil die wirkt man so ein bisschen geschockt. Aber ich denke, dass sie jetzt gerade in der zweiten Halbzeit stärker auftreten werden. Das ist jetzt Winter. Winter kommt da durch. Selke raus auf Kelifi. Kelifi zieht wieder in die Mitte. Jetzt steht Winter im Weg. Boland, was macht er? Boland, Mirko Boland probiert es einfach mal. Aber der Schuss aus dem Stand, der ist nicht so gut. So, Traut, aber Boland macht das richtig stark. Ox nimmt Matuschik mit. Da ist Selke jetzt. Selke und jetzt probieren wir es einfach mal. Aber dann kommt die Grätsche und Selke kann nicht mehr erfolgreich abschließen. Aber es gibt immerhin den Einwurf, weil Diaz da den Ball ins Aus bringt. Kelifi, was macht er? Matuschik. Boland ist es. Der sollte eigentlich auf Winter gehen, kommt aber zu Ox, der den Ball dann noch wieder zurückholt. Aber dann ist es, glaube ich, abseits. Und Siebenhandel bekommt den Freistoß.
Der geht wieder in unsere Hälfte, aber Dekali macht da stark unsere Abwehr. Jetzt eher beschäftigungslos. Winter wird da vom eigenen Mitspieler jetzt bedrängt. Von Matuschik. Und damit verlieren wir dann den Ball. Traut kommt. Würzburg in der Offensive. Das haben wir jetzt noch nicht so häufig gesehen. Jetzt könnte es nämlich mal wirklich gefährlich werden. Traut, das ist Taferzhofer. Und dann ist Nyland da. Und kann den eher ungefährlichen Schuss da abwehren. Kelifi. Und jetzt hat Würzburg anscheinend mal Blut geleckt und kommt wieder über Castro. Kelifi kommt nicht ran. Das ist nicht gut jetzt verteidigt. Dark Fuß, der bringt den Ball rein. Correa ist da. Lagos ist wieder da und Boland kann den Ball wieder abfangen. So, Ox. Boland. Jetzt mal vielleicht ein bisschen Luft wiederholen. Winter und wir bringen wieder ein bisschen mehr Ruhe rein, aber da kommt Reichel. Und das könnte jetzt wieder eine gute Möglichkeit werden. Reichel versucht da Boland ins Spiel zu bringen. Aber der läuft da nicht rechtzeitig, beziehungsweise der Ball ist auch ein bisschen schwach gewesen. Darkfuß. Diaz. Also die Würzburger fliegen hier ein ziemlich gutes Passspiel. Und auch vor allem ein schnelles Passspiel. Winter auf Selke. Ox. Und dann kommt der Ball wieder nicht durch. Nee, Dekali war es, nicht Ox. Correa kommt da nicht ran. Gut von Kelifi jetzt. Also wir stehen hinten, stehen wir gut jetzt. Boland. Und dann ist Correa am Ende da. Und Boland und Reiche können hier jetzt den Konter einleiten. Winter. Da verpasse ich wieder das Abspiel auf Selke. Und es geht direkt wieder in die andere Richtung. Das ist jetzt ein ausgeglicheneres Spiel. Darkfuß. Correa verpasst da den, Ufosoye war's. Verpasst da den Ballgewinn durch die Grätsche. Reichel, jetzt ist der Ball drin. Unübersichtliches Gestochere in unserem Strafraum. Reichel spielt da den Ball, warum auch immer, nicht raus, beziehungsweise braucht er Ewigkeiten. Und dann kommt Ox zu spät. Damit, ja, vielleicht sogar ein verdienter Anschlusstreffer für die Würzburger durch Alex Castro. Wir sind schon in der 76. Spielminute und was machen wir denn jetzt? Wir sollten das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dekali und jetzt können wir mal wechseln. Und ich würde sagen, wir wechseln defensiv. Um da ein bisschen mehr Stabilität rein. Obwohl, wir bringen mal für Ox nochmal Hochscheid. Weil der kann auch nochmal zur Not den Unterschied machen. Und wir bringen Bafo für Dekali. Hat Dekali eine 75 jetzt? Ja, Dekali kommt auf die 75, okay. Richtig stark. So, und jetzt geht's nach vorne über Ufosoye. Selke kommt den Ball nicht mehr, aber ist dran. Selke macht das stark. Davy Selke zieht in die Mitte und dann kommt nicht wirklich jemand mit. Und jetzt wird er gelegt, aber da war anscheinend der Ball noch dazwischen. Von daher geht's weiter. Matuschik bekommt den Ball nicht, dafür ist es Winter. Hochscheid, Ox ist es noch. So, Selke ist da in der Mitte und jetzt gibt's Elfmeter. Es gibt Elfmeter, weil ich weiß nicht, wer es von Würzburg war. Traut war es, der da... Okay, Ox von den Beinen holt. Und Davy Selke tritt an. Selke... Und der passt perfekt in den Knick. Davy Selkes zweites Tor heute am heutigen Tag. Damit auch sein viertes Saisontor. Und damit führen wir jetzt hier 3:1. Und das bringt bestimmt wieder ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel. Auch wenn Würzburg jetzt wahrscheinlich alles daran setzen wird, nochmal zwei Tore zu machen. So, okay, Kelifi, was macht er? Macht er gut. Winter... Selke und Reichel hat da jetzt viel Platz. Reichel, kennt Reichel. Bringt den Ball rein, da ist Mirko Boland und kommt. Hochscheid kommt nicht mehr dran, doch kommt noch ran, aber Siebenhandel kann den dann ganz locker aufnehmen. Da gibt es jetzt wieder den Abschlag. Correa ist es, der da den Ball für uns holt. Und jetzt Kelifi und Winter. Der Ball von Winter kommt nicht in die Mitte. Auf Selke. Kelifi.
Da ist Hochschalten, aber es war kein Abseits, okay. Und ja, wie gesagt, Würzburg wird jetzt ziemlich offensiv. Da kommen sie wieder über, weil ist es. Kelifi und dann ist es vorbei. Am Ende gewinnen wir 3:1 und wir haben ja das Ziel für das heutige Spiel erfüllt. Wir wollten mal wieder ein bisschen souveräner gewinnen. 3:1 ist da kein schlechtes Ergebnis und auch vor allen Dingen die erste Halbzeit hat mir richtig gut gefallen. Würzburg kommt zu keinem Schuss, okay? Obwohl in der Statistik ist kein Schuss aufgeführt, aber ich glaube ein oder zwei Schüsse hatten sie doch. Aber egal, das ist auch noch ein richtig guter Wert für uns und Schönfeld fällt für 2 Wochen aus. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich und ja, wir gewinnen mit 3:1. Das ist ein richtig gutes Ergebnis für uns und wir müssen auch nochmal wieder die Leute im Training tauschen. Ich brauche gerade ein bisschen lange. So, Kijewski geht auf die 69, das ist schon mal richtig stark und ja, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Wir stehen jetzt aktuell mit 60 Punkten da. Das sind 16 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Bochum. Und ja, das soll es dann erstmal eigentlich wieder gewesen sein von mir heute. Ich weiß gerade gar nicht. Okay, es ist anscheinend Länderspielpause. So wie es aussieht, Nationaltrainer-Offerte brauchen wir erstmal nicht. Und da geht's in eine Pressekonferenz. Und es geht gegen den KSC. Okay. Hallo, passiert hier was? So, jetzt können wir nochmal die Jungs trainieren. In der nächsten Folge werde ich die dann, denke ich mal, wechseln. Aber so trainieren wir die jetzt nochmal. Und Winter werden wir zum Beispiel, denke ich mal, drin lassen. Ox auch. Und ja, da kriegen wir noch eine Nachricht rein. Einmal die Pressekonferenz, Nationaltrainer-Offerte. Und was meinen Weggang betrifft. Trainer, bitte stellen Sie mich weiter auf. Ich werde alles für die Mannschaft geben. Möglicherweise auch hier bleiben. Ich bin mir momentan nur noch nicht ganz sicher. Ja, das ist zumindest wieder so ein kleiner Lichtblick. Und ich würde sagen, wir loben mal Davy Selke für den letzten Auftritt. 2 Tore hat er gemacht, dafür können wir ihn mal loben. Und vielleicht kann er da jetzt dran anknüpfen und vielleicht ist der Knoten geplatzt. Und ich sehe gleich, wir haben wieder 2 Spiele anscheinend in 3 Tagen. Guter Spielplan, muss man dazu sagen. 2 Spiele in 3 Tagen, Monatsbericht Jugendmannschaft. Okay, was die kommende Partie angeht, Kijewski will spielen und die nächste Transferphase will er auf Leihbasis gehen, der Kumbela. Das können wir, denke ich mal, beides einrichten und wollte ich noch irgendwas machen? Ich wollte noch schauen, wie lange Murawski uns noch fehlen wird. So. 4 Wochen noch, also 1 Monat fehlt Murawski uns noch. Und dann ist er wieder einsatzbereit, aber das ist noch eine ziemlich lange Zeit und von daher würde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Und hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao!